Ja, ich bin halt immer noch der Meinung, wenn du halt, der Punkt ist halt so, wenn du zu viel planst beim Film oder wenn du, wie ich es vorhin gesagt habe, zu viel Kontrolle reintust, dann tust du halt die Momente, wo du das Leben einfach einpacken willst in die Kamera, da tust du halt letztendlich den Film ersticken. Oder dann tust du halt genau so viele Sachen, dann wird das eben gespielt und halt Ja, ja. nicht so, dass die Energie da float oder wie man es sagen möchte. Aber dann tust du halt letztendlich den Film einfach ersticken und der wird dann halt nicht passieren. Natürlich ist es, wenn du aber zu wenig planst, natürlich gar keine irgendwie Leitplanken für jeden hast, in denen er sich bewegen kann, wie man sagen würde. Das heißt, wenn du mit den Leuten wirklich Ja, keine das ist Figur hast, okay, die sie sonst stürmt darstellen man ja können. vielleicht auch in den Abgrund, weißt Genau, du? dann ist halt so, dann tut halt der Film einfach nicht passieren, total ins Bodenlose fallen so, und keiner weiß, was da passiert. Und das ist halt für mich halt immer so dieser Balanceakt zwischen. Für mich ist halt das Optimum, dass ich mit allen Leuten, die einfach die Leitplanken wissen, denen sie handeln, aber trotzdem in dem Moment, wo wir reingehen, in den Drehort, ist jetzt nicht total bis zum Endpunkt festgelegt, was da jetzt genau passiert, sondern es muss halt aus der Situation heraus passieren. Und ja, das sind halt so die Momente, die du halt in deutschen Filmen einfach irgendwie nie hast. Weil es halt einfach, ich sag, wenn du halt weißt, vorher wie das gemacht wird, also in schlechten deutschen Filmen sagt das so, es gibt gute Ausnahmen, muss man schon sagen. Aber der Tatort von Til Schweiger gehört nicht dazu. Nein, Til Schweiger generell gehört nicht Oh, jetzt dazu. werden wir wahrscheinlich verklagt, Ach nee. weil Kriegen wir noch Geld dafür, dass wir Til wir. Schweiger bashen? Balance ist also so Ja, das es ist letztendlich Stichwort. Balance und es ist immer so ein. Der Punkt ist halt der, bei meiner Situation war es halt auch so, ich wusste, wenn du, oder was halt glaube ich viele Filmemacher auch falsch machen, ist, dass sie halt der Meinung sind, wenn ich zum Drehort gehe und alles organisiert ist, dass ich das Drehbuch unbedingt reproduzieren muss. Ne? Dass sie halt sozusagen reinkommen mit dem Ding. Und ich hatte, wie gesagt, schon Drehtage, wo das Skript einfach vage war, was ich geschrieben hatte. Und ich wusste es auch. Aber ich wusste halt, wie gesagt, ich habe die Leute, die das machen und ich kenne sie. Und das ist halt immer meine Regiearbeit, wo ich halt probiere, einfach die Situation reinzufügen, dass das, was ich da letztendlich haben möchte, von alleine passiert. Das Also ist immer warst du meine da sehr Idee. gläubig eigentlich, so. Ja, ich war total gläubig. Und das hat mir auch den Arsch gerettet, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, dadurch, dass ich halt so extrem wenig Geld hatte und extrem wenig Zeit, musste ich halt letztendlich einfach darauf vertrauen. Also der Punkt ist einfach der, um es kurz zu machen. Wenn ich da jetzt zum Drehort gekommen wäre und unbedingt mit dem Anspruch an mich und an alle anderen, dass wir jetzt dieses eine Bild, was im Skript oder in dem Screenplay steht, genauso reproduzieren müssen, dann wirst du scheitern. Dann wird es halt wirklich scheitern, weil wenn du, der Punkt ist das Skript So und ist es ist das es. Skript. Das ist halt erstmal die Idee und du schreibst es, damit du einfach alle Leute, die im Film beteiligt sind, einfach eine Ahnung haben, was überhaupt passieren soll oder welche Bilder du haben willst. Und letztendlich war das immer so und ich habe immer gemerkt, ich habe dann Erfolg, wenn ich mit jemandem über den Film rede. Das heißt jetzt der Kameramann oder der Schauspieler, wenn die wissen, welche Bilder ich haben will. Ja. Wenn es mir gelingt, das Bild, über das ich. Weil bei mir fängt es nicht damit an, dass ich schreibe, wie das bei so vielen schlechten Skriptautoren der Fall ist. Weil sie denken, sie müssen jetzt ein literarisches Werk abliefern oder so. Oder eine tolle Geschichte schreiben. Natürlich muss das sein, aber ein Film passiert immer noch in Bildern. Und ich schreibe letztendlich, bei mir fängt es in Bildern an. Also das ist das, was passiert. Und alles, was ich tue im Vorfeld, bevor wir drehen, ist versuchen, alle Bilder, die ich im Kopf hatte, wirklich erstmal aufs Skript hinzulegen und dann allen zu erzählen. Und ich rede im Überskript, ich sage nicht, lese es und dann weißt du, was ich meine oder so. Ja. Sondern man muss darüber reden, dass Absolut. jeder ganz genau weiß, welche Bilder ich im Kopf habe. Und das Skript ist Und nur ein ein Medium. Verstehen kann nur im Gespräch wirklich Absolut, passieren. absolut. Und das Skript ist nur dafür da, dass der andere einfach weiß, was für Bilder ich im Kopf habe. Und da geht es nicht darum, wie das Skript geschrieben ist oder welche Form das hat, das ist auch scheißegal, weil ich dann so be bekommen habe, also sie bekommen, ist halt nur mein Stil einfach. Da haben so manche gefragt, ja, gibt es für morgen Dreh? Hab ich gemeint, wir machen das, das und das. Und scheinbar ist es so bei richtigen Drehs, in Anführungszeichen, dass es dort manchmal so ist, dass irgendwie so Szenen eine Nummer haben und so. Und Okay. was auch sinnvoll ist, weil wenn du wirklich einen 90-Minüter drehst und mehrere Szenen Ja, am Tag klar. hast, musst du es natürlich irgendwie ordnen und nummerieren. Ich habe dagegen gar nichts. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie dagegen wettere. Was ich halt, wie gesagt, um jetzt nochmal meinen Punkt Man kann in abzukürzen. einem kleinen Topf kochen Ja, oder in ja. einem großen so.
Kommt davon, was man machen will. Ne? Und, aber in beiden ist Wasser. Genau, in beiden ist Wasser. Und du kannst in beiden gut oder schlecht kochen. So. Exactly. Und was ich, um es halt kurz zu machen, nochmal, um es kurz zu machen. Wenn ich jetzt halt mit dem Anspruch rangehe, den Dreh wirklich dieses eine Skript oder das Bild, was jetzt unbedingt im Kopf zu reproduzieren, dann wirst du halt scheitern. Das kann ich schon jetzt jedem prophezeien, der das macht, weil es darum gar nicht geht, sondern du kommst halt erstmal an den Drehort und dann siehst du, okay, was ist hier möglich? Und ich hatte halt schon, wie gesagt, Drehtage, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert einfach nicht, da ist irgendwie, vielleicht passt was am Ort nicht und dann das Szene, was ich mir auch gedacht habe. Und wenn du dann aber in so einem Moment merkst, es funktioniert nicht, aber du bist mit so einem Mindset reingegangen, ich muss das jetzt reproduzieren, dann wirst du halt natürlich total verkacken am Drehort, weil Absolut. Du dann halt gar keine Ausweichmöglichkeiten mehr hast und gar nicht mehr siehst, was jetzt dir hier gerade einfach entgegenkommt, was für eine Art. Und da war ich halt, wie gesagt, da ist es einfach nur gut, wenn du dann halt eben sagst, okay, mit was können wir jetzt hier einfach wegkommen? So, was kriegen wir jetzt hier rausgebastelt? Doch mal was irgendwie Gutes. Und vielleicht ist es oft was anderes, als was geplant war. Aber das ist dann halt eben, du musst jetzt dann im spirituellen Vokabular zu sagen, dann das Richtige oder das, was passieren sollte. Ja, und das merkst du im Schnitt. Schmeckenden Früchte. Ja, was du dann halt dann im Schnitt merkst, ist ja viel geiler vielleicht, als das, was ich ursprünglich gemeint Absolut. Habe. Und das ist so dann so, glaube ich, so dann in der Praxis erzählt, wie dann halt sowas, wie wenn man an Spiritualität redet oder so. Deswegen habe ich dich jetzt auch gar nicht ausgebremst, weil ich finde es schön, das in Aktion erzählt zu bekommen, weil du musst eben auch die Ideen immer in die Realität tragen. Yeah. Und das Ding ist, ich möchte jetzt drei Sachen sagen. Ich hoffe, ich kann die alle erinnern, weil du weißt, mein Gedächtnis ist oft wie ein Sieb so. Ja, Nummer eins. Nummer eins. Es gibt ja diese spirituellen Lehrer, die sagen zum Beispiel, denk immer über deine Vision nach. Das ist so ein Tagesordnungspunkt in jedem Selbststeuerungsmanagement-Buch. Ja. Egal. Ja, ja. Visionen haben. Und aber die erklären nicht, was der Sinn davon ist oder wie man das konkret machen sollte. Weil für mich ist das Ding, ich habe das für mich erkannt, wenn ich jeden Tag über meine Vision nachdenke, muss ich ja auch jeden Tag wieder in eine Realität reingehen. Mhm. So oder so. Und diese Realität entspricht natürlich nicht der Vision, weil die Vision weiter vorne ist. Mhm. Das heißt aber, die Vision entspricht auch nicht der Vision oder keiner visionären Vision, sondern nur einer ideellen Vision. Denn es ist dann so, du wirst deine Vision am nächsten Tag anders visionieren als davor, weil du jetzt schon wieder Erfahrungen gemacht hast und gelernt hast, dass du vielleicht erstens mal nicht so schnell hinkommen kannst, die und die Herausforderungen noch da sind und so weiter, und dass du vielleicht beim Tun auch merkst, was an der ersten Vision gut war und was du dann noch ändern musst. Und was für die neue Version, die 2.0, die 3.0 und 4.0 und jedes Mal, ja, jetzt bin ich, glaube ich, schon bei 16.587 oder so, ja. Punkt 2. Und es entsteht immer wieder was anderes. So ein kleiner Kern bleibt vielleicht immer ähnlich. Ich will nicht sagen gleich, weil es ist immer ähnlich. Aber das ist der Sinn daran, immer über seine Vision nachzudenken, die langsam aufzubauen, mit dem ersten Stein eben, und nicht gleich das ganze Bausatzhaus hinzustellen und sagen, okay, jetzt habe ich mein Haus, aber dumm nur, ich habe vergessen, dass ich im Sumpfgebiet gebaut habe. Ja, und wofür? Schon ist das ganze Haus weg, Alter. Ja, und wofür? Und das passiert, glaube ich, genau dann. Und dein Haus ist halt kein schiefer Turm von Pisa, das bricht dann einfach ein. Und der Punkt ist halt, das passiert genau dann, und nur ganz kurz rein zu tun, das passiert, finde ich, genau dann, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wofür man das Haus baut. Weil, ganz witzig, da gibt es ja diesen Scorsese-Film, den letzten Wolf of Wall Street über diesen, das ist ja, also fand ich einen tollen Film. Ja, ist ja real, also was ist ja real, ich weiß nicht, was jetzt genau passiert ist, aber man sagt ja wahre Geschichte, bla bla, über diesen einen Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall der Typ, also der... Nennen wir ihn Leonardo DiCaprio. Ja, genau, also der richtige Wolf of Wall Street, wie man es ja betitelt hat. Ich glaube, das war halt so ein Typ, der hat einfach auch angefangen, diese Penny Stocks zu verkaufen, hat daraus auch dieses Oakmont Investment gab es wirklich in New York. Okay.
Und der Typ, der wurde ja auch wegen Betrug dann ins Gefängnis gesteckt, und der John Belford heißt der. Okay. John Belford. Und witzigerweise, der macht jetzt halt eben auch so Coaching und ah, so, okay. So Verkaufsding. Gibt's sogar, kann ich sich jeder auf YouTube angucken. Das ist so, wie er hat da seine ganzen Lehrgänge und so reingetan. Und wie er so vor Leuten spricht und so Verkäufer trainiert und so ein Zeug. Und der hat gesagt, das aller, das sagt er halt, und das muss ich, auch wenn man jetzt von dem Typen halten kann, was man will, da hat er vollkommen recht, dass das aller Wichtigste und allererstes, dass du eine Vision hast. Und zwar, das hat er gesagt, er hatte am Anfang, als er auch dieses ganze Ding gemacht hat, keine Vision gehabt, sondern er wollte einfach nur Geld verdienen. Und das hat er auch gemacht. Er hat halt seine erste Mille sozusagen erwirtschaftet. Aber er hatte sozusagen letztendlich Erfolg gehabt, wie man sagen würde, yeah. Aber er hatte keine Vision. Und das hat man daran gemerkt, dass er gesagt hat, ich hatte meine erste Mille. Und das Erste, was ich mitgemacht habe, war mir einen weißen Ferrari zu kaufen, weil irgend so ein Filmstar aus irgendeiner Fernsehserie auch einen weißen Ferrari gefahren ist. Deswegen wollte er auch einen haben. So, das war alles. Ne? Top-Idee. Ja, genau, Top-Idee. Und das ist ja dann natürlich letztendlich, wie er gesagt hat, der hat gleich zu Schrott gefahren? Naja, letztendlich ist er dann halt, hat ihn genau das Ganze ins Kittchen gebracht. Weil er hatte zwar Erfolg und so weiter, erfolgreich Geld gemacht, aber er hatte keine Vision. Und das war halt, wie ich es so sagen würde, das, was diesen ganzen Leuten, die zwar vielleicht erfolgreich sind, aber gar keine Vision haben, die tun halt Häuser bauen, die dann irgendwie im Sumpf stecken bleiben und dann kaputt gehen letztendlich. Wie seine Investmentgesellschaft halt letztendlich auch. Absolut, absolut. Weil ihnen halt die Vision fehlt, weil sie nicht wissen, wofür sie es überhaupt machen, sondern weil sie einfach nur reich sein wollen oder was auch immer. Und das passiert halt witzigerweise dann, dass so solche Sachen wie, dass solche Leute pleite gehen, ins Gefängnis kommen, ausgerechnet immer genau Leuten, wo du merkst, die wissen gar nicht, wofür sie das machen. Die haben letztendlich einfach kein Basis, kein Fundament, um es jetzt da wieder in das Hausbild zu packen. Ja, und damit halt auch kein Dach, und es regnet dann unglaublich und irgendwann rein. Und die können vielleicht so total schnell hohe Häuser hochziehen und du denkst dir, wow, krass, aber früher oder später stürzen die dann halt ein. Und das Schöne ist, da kommt dann wieder das Leben und macht ein Biotop draus. Mhm. Und weil du noch die Trainer angesprochen hast. Ja. So. Ich merke das halt, als Trainer selber, merke ich einfach, diese ganzen Coaching-Bücher und Anweisungen, die profitieren von einer wichtigen Sache, nämlich von der, einfach nur der blanken Struktur der Sprache. Schon, ja. So, um nochmal was Kleines Philosophisches wieder aufleben zu lassen, so, auf jeden Fall, wenn du halt sagst, meine Reaktion war ja gleich so, ich verstehe es nicht, weil es noch keinen Inhalt hat. Es ist zwar schön gesagt, und das ist, glaube ich, auch das Ziel davon, dass es eben keinen Inhalt hat und du selber dem den Inhalt gibst und es für dich verstehst. So, es inspiriert dich, dadurch, dass es eben auf eine Art nichtssagend ist, aber genau im gleichen Moment ist es so vielsagend. Ja. Und das ist genau das, wo auch eigentlich alle Religionen oder alle Glaubensrichtungen zusammenfließen, finde ich, in der Struktur. Die Urvölker sagen genauso, wo kommt ihr her? Ja, vom Himmel. Und der Christ sagt, wir sind von Gott geschaffen, der im Himmel ist. So, nur die sagen, wir sind gefallene Sterne und gehen wieder zu den Sternen. Die anderen sagen, ja, wir sind von einem geschaffen, der im Himmel ist, und wir gehen wieder in den Himmel. Wobei jetzt der Himmel nicht unbedingt the sky sein muss, sondern halt der Kosmos. Ja, so, weißt? Aber eben, worauf ich eigentlich hinaus will, dass so die Struktur das Entscheidende ist. Und Wünsche oder Hoffen ist halt, Wünsche gehen nie in Erfüllung, wenn du jedes Detail versucht abzudecken. So, das ist eben genau das. Wenn du komplett strukturiert an Set gehst, klappt dein Film nicht. Ja. Wenn du komplett strukturierst irgendwie auf Brautschau gehst, wirst du nie die Frau finden, weil die gibt es einfach nicht. Die gibt es halt nur in deinem Kopf. Das ist das Ding. So. Dann kannst du vielleicht eine finden, wovon du das ideelle Abbild davon liebst, dann fickt ihr einmal, aber dabei merkt ihr beide, oh, wir sind beide auf die gegenseitige Maske hereingefallen, es hat ja nicht mal Spaß gemacht, so. Ich kenne niemanden, der einen One-Night-Stand wirklich genossen hat, so. Ich auch nicht. Liegt vielleicht auch an meinem Bekanntenkreis, aber was soll's, ja?
Und ich sag halt, du wünschst dir zum Beispiel irgendwas und dann kriegst du es auch. Das Leben belohnt dich dafür, dass du halt Vertrauen hattest und so weiter, bla bla. Oder es kommt einfach durch Resonanz. Weißt du, du hast dein Magnet in der und der Funktion angeschaltet, ja, und zack, ziehst du auf einmal das Teilchen an. Problem halt nur, du hast es nicht detailreich genug gewünscht und jetzt kriegst du halt, hast dir ein Haus gewünscht, hast auch dein superschönes Haus, aber der Nachbar ist so ein Hurensohn, dass du dein Leben nicht genießen kannst. Da hast du niemals dran gedacht, weil du würdest dir niemals einen guten Nachbarn wünschen. Du denkst dir, das Haus reicht doch schon. Nee. Dumm halt. Du hast jetzt endlich deinen weißen Ferrari und zack, dann fährst du zu Schrott. Nee. Und es ist noch nicht mal deine Schuld. Aber der ist dann Schrott. Genauso wie, das fand ich schön, als wir dieses Gespräch hatten mit dem Dach, mit der Dachreparatur, ja? Falls du dich erinnerst. Nee. So, da haben deine Eltern dann so gesagt, weil ich habe gemeint, ja, ich lebe so von Tag zu Tag praktisch, so von Monat zu Monat, habe gerade so viel, dass es reicht. Dann schauen sie sich an, sagen so, wann war es bei uns jemals nicht so? Und da sage ich dann auch so, ja klar, wenn du halt zum Beispiel jetzt mehr hast, dann passieren einfach Sachen, die mehr kosten. Bei mir geht halt eine Waschmaschine kaputt, beim anderen geht halt ein 20.000 Euro Auto kaputt. Und was nützt es ihm dann, dass er 30.000 hat, wenn die dann wieder weg sind? Ich habe vielleicht 30.000, aber die sind dann vielleicht auch wieder weg. Deswegen verkacken die Lotto-Millionäre ja auch immer, weil sie das einfach, genau wie du gesagt hast, keine Vision haben. Sie werden auf einmal beglückt von dieser Glaubensexplosion und dann das kaufen, das kaufen, das kaufen. Ja, das reicht ja noch locker, aber die haben das nicht umrissen, was das wirklich bedeutet, das alles zu haben. Und schon ist es wieder weg. Ja. Und ich glaube, so ist es halt, das ist das Positive am Leben. Der Geist kommt, der Geist geht wieder so. Die Vision ist heute noch so, morgen schon wieder so und schon wieder so. Und wenn das nicht so wäre, so flexibel wäre, wenn du nicht so gut die Energien kontrollieren könntest, dann würdest du bei jedem kleinen Windstoß umfallen und zerbrechen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, weil wir das auch angesprochen haben, dass man sein Konzept, dass es so über den Haufen geworfen wird oder so. Das kann natürlich passieren, so fühlt es sich an, wenn was passiert, was so eigentlich ist, du hast dein Bild, dann passiert irgendwas und das passt nicht rein, aber es muss irgendwie rein. Du spürst, es muss rein. Das heißt, die wichtigste Aufgabe ist in meinen Augen das Integrieren. Also das Reinlassen und das Rauslassen. In etwas rein integrieren, in etwas aufzunehmen, genauso. Und das ist das, warum viele Leute nach krassen Erfahrungen erstmal depressiv werden, weil sie das integrieren müssen. Dafür brauchen sie halt viel Kapazitäten und da liegen sie dann erstmal tagelang im Bett nach einer krassen Festival-Session, wo viel passiert ist einfach. So, ja, das... Punkt 1, Punkt 2? Das waren schon, alle Punkte waren da schon mit drin. Ich habe die ein bisschen verschleiert so. Okay. Punkt 1 war der Punkt, täglich Visionen updaten auch. Punkt 2 war der Punkt, strukturelles Denken. Und Punkt 3 war der Punkt eigentlich des Wünschens. So, wo dann wieder der Glaube für mich reinkommt einfach. Wo es halt eben nicht reicht zu wünschen. Ja, das ist richtig. Ja, weil es gibt ja auch so diese, ist ja ganz witzig, hab ich schon mal erzählt, es gibt so diese Untersuchung, weil ja so zwischen diesen ganzen Rationalisten und Wirtschaftsfackern dieses große Ding herumgeht, ja, die... Es gibt so Untersuchungen, dass die Leute am besten diesen ganzen Börsenspielen abschneiden, die so psychopathenähnliche Tendenzen haben. Ja, also dass so die sozusagen voll so ihre Gefühle rauslassen und nur auf Rationalität entscheiden und so weiter. Und da gibt es ja so Untersuchungen, dass halt so... Aber freut der sich nicht, wenn er einen Erfolg hat? Dann hat er doch auch Gefühle. Aber sorry, jetzt... Ja, ja, ich glaube ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Das sind sehr, sehr unglückliche Leute. Ja, in der Regel schon. Ja, das ist Liebesersatz wahrscheinlich.
So wie beim Essen. Essen ist ja, oder sich beweisen, dass oder sie versuchen zu beweisen, dass sie das nicht brauchen oder so. Ich weiß es nicht, bin ich ganz ehrlich, weil ich dann subjektiv davon nicht in mir selbst, nicht viel in mir selbst finden kann. Was interessant ist, es gibt ja so diese ganzen Untersuchungen, wo halt so auch so solche Spiele gespielt wurden, so im Milieu und dann mit Leuten, und dann haben halt letztendlich diejenigen am besten abgeschnitten oder haben halt in diesen ganzen Börsenspielen oder so am besten abgeschnitten, die also Psychopathen, die Tendenzen hatten, also halt so extrem weniges Level an Empathie und so weiter. Glaube ich sofort. Ja, ja. Nein, aber das ist gar nicht der interessante Punkt, weil da kommen immer viele so und denken so, sie sind auch so krass und bla bla. Der Punkt ist der, als man diese Leute dann nach ihrem beruflichen Werdegang angeschaut hat, die wo am besten abgeschnitten haben, dann waren das genau die im realen Leben 3, 4, 5 Mal pleite gegangen sind, weil sie halt natürlich du Geschäfte nicht mit Maschinen, sondern mit Menschen machst. Und die halt überhaupt kein Gefühl hatten für, ob der Geschäftspartner korrekt ist, ob man ihm vertrauen kann oder gar nicht. Und witzigerweise waren es genau die Leute, die zu diesem ganzen, wie gesagt, wissenschaftlichen Planspiel zwar am besten abgeschnitten hatten, aber im realen Leben waren es die, wo am öftesten Vermögen verloren haben, wo am meisten Geld verzockt haben und wo am öftesten pleite gegangen sind. Und gerade die, wo zwar in diesem idealen Spiel am schlechtesten abgeschnitten und hatten, waren halt die, wahren Freunde haben wahrscheinlich. Genau, ja, aber diejenigen, wo halt quasi in diesem idealen Spiel, was sozusagen die Wissenschaft konstruiert hat, am schlechtesten abgeschnitten haben, waren die, wo es sozusagen im richtigen Leben halt am besten dastanden oder besser dastanden zumindest, als die, wo Psychopathen in die Netze haben. Das ist halt der viel, viel interessantere Knackpunkt, weil da, ja, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich so, würde das stützen, was ich so meistens gemacht habe. An alle anderen Zucker da draußen. Ja, ich glaube, es ist auch teilweise so ein, das habe ich letztens erst einem gesagt, der ist recht schnell aufgestiegen in der Bank. Ja. Und ich habe einfach so schon seit längerer Zeit das Gefühl gehabt, dass er nicht mehr so richtig Wert auf Kontakt legt auch. Hm. Wenn man sich sieht, dann manchmal grüßt er gar nicht. Dann manchmal spielen wir im Team, aber es ist schon durchaus, dass wir gut harmonieren noch. Hm. Aber ich spüre einfach nicht mehr die Connection, weißt du? Das ist so, wenn du connected bist, kannst du auch einfach auf der anderen Seite der Welt spüren, wie es dem geht. Ja. Oder weißt du, was ich meine? So hast Intuitionen eine Person betreffend oder Flows betreffend und so. Und das ist einfach gar nicht mehr da. Und das hat das so raushängen lassen irgendwie ein bisschen, dass er jetzt so viel Geld macht bei der Bank. Cool, und cool, ich habe dann zwei Sachen, waren mir dann ganz wichtig, ihm zu sagen. Habe ich gemeint, ja, wäre ja auch schlimm, wenn man für wenig Geld seine Moral beschmutzen müsste. Ist doch klar, dass man da abgespeist wird, damit sich's ja auch irgendwie lohnt. Wenn man da in der Direktionsetage, das habe ich heute erst in der Stadt wieder gesehen, ein riesiges Gebäude, wo ich mich eigentlich frage, so klar, ich verstehe schon, dass sie da auch Verwaltungsarbeit zu tun haben, irgendwie im ersten Stock oder, aber also, naja, da wird's, ein kleines Büro für jeden würde reichen, wahrscheinlich. So. Ja. Und der Tisch muss auch nicht aus Ebenholz sein. Ja. So. Aber okay, das ist jetzt mal so, wenn die das so wollen, dann ist es okay. Aber für mich war einfach entscheidend, erstens eben, dass man halt natürlich auch abgespeist wird, auf eine Art, oder einem gesagt wird, ja, das kann dir auch alles egal sein, Hauptsache du hast deine Kohle, also schau nicht genau hin oder so. Und dann natürlich handelt man dann so, aber das andere war dann eben auch, wie du gemeint hast, es gibt eben Geschäftspartner, das heißt, da ist noch jemand auf der anderen Seite, und das erkennen viele Leute dann eben nicht, dass da noch jemand auf der anderen Seite ist, vor allem wenn die andere Seite halt über 1000 Ecken auf der anderen Seite der Welt ist, das ist eben auch der gleich der Schreibtischtäter, der unterschreibt und nicht weiß, dass dafür jemand im KZ gefoltert wird, wegen seiner Unterschrift. Aber letztendlich ist er ein entscheidender Teil davon. Und deswegen habe ich gesagt, dieses ganze Finanzgeschäft, das ist eigentlich eine Blutpumpe. Das Blut fließt auf der anderen Seite des Planeten, vielleicht in Afrika oder in China, fließt
rinnt es in die Kanalisation und bei uns steigt auf einem Konto eine Zahl. Mhm. Und du bist halt da, wo die Zahl ansteigt, habe ich zu ihm gesagt. Mhm. Tue ich dich deswegen verurteilen? Auf gar keinen Fall. Aber ich wollte es mal sagen. Mhm. Und dann ist er auch gegangen irgendwann. Hat es nicht mehr lang gedauert, eine Minute oder so. Das hat er sich nicht gern sagen lassen. Mhm. So, aber ich weiß nicht. Ich musste es einfach irgendwie sagen. Es lag mir halt so offen auf der Zunge. Oder hat mir unter den Fingernägeln gebrannt. Das ist auch okay, glaube ich. Ja, ich kann eh sagen, was ich will. Also, das ist ja. Who gives a fuck? Der Wille ist frei, die Meinung ist frei. Jeder hat eine. Und keiner braucht eine. Nein, echt nicht. Ja, das war jetzt Philosophie am Nachmittag, oder? Schon, würde ich sagen, oder? Schon. Das ist schon fast Philosophie am Abend. Also in 11 Minuten ist in Bayern Abend. Richtig. Das ab 4 Uhr sagen sie im Kauf, im Geschäft, sagen sie guten Abend. Echt? Ab 4 Uhr. Das ist früh. Das ist früh. Manche Kumpels, die sagen so, ja, wir treffen uns am Nachmittag und dann ist es 6 Uhr. Für mich war Nachmittag immer so 3, 4. Ja, das ist okay. Das sind halt Nachmittag so. Ja, auf jeden Fall. Für mich ist 2 Uhr noch Mittag eigentlich. Das geht für mich. Und 12 Uhr ist für mich eigentlich noch früh. Also alles so 11 Uhr ist schon früh. Ja, heute nicht, da warst du voll früh unterwegs, Digga. Ja, ich bin schon seit 1,5 Monaten, stehe ich jeden Tag um 7 auf. Ja, ich wünschte, ich könnte es. Ich tue es, ja. I did it. Bei mir ist es nur Vision, bei dir ist es Aktualität. Ja. Okay. Boom. Peace.